Hallo, wir haben schönes Wetter, es ist ein bisschen windig, aber es ist eine wunderbare Zeit, die beste Zeit zum Grillen. Ab morgen ist ein schlechtes Wetter gemeldet, deswegen grillen wir heute. Und zwar wollen wir eine Forelle im Speckmantel grillen. Ich bin Gerd und bin der Chefkoch im Gasthof Maxen. Die Forelle, sie ist schon vorbereitet, ausgenommen, ist ganz frisch, sieht man immer an dem Blut hier drinnen. Ne? Das ist so die berühmte Sache, wo die Köche immer sagen, ah, klasse, klasse, klasse. Sollte auch so sein. Nehmen Sie bitte eine frische Forelle und bitte keine gefrorene. Sie werden den Unterschied wirklich merken. Eine frische Forelle ist eine frische Forelle und eine gefrorene ist eben eine gefrorene. Ne? Das müssen Sie mal probieren, werden Sie sehen, der Unterschied gibt es. Wir füllen die heute mit etwas Thymian, mit Zitronenmelisse und mit Salbei. Fisch und Salbei verträgt sich zum Beispiel sehr gut. Thymian ist ein wunderschönes Gewürz und die Zitronenmelisse bringt einfach noch mal ein bisschen Säure mit oder eine geschmackliche Säure mit rein. Außerdem tun wir eine halbe Zitronenscheibe mit rein, dass das auch wirklich schön durchzieht. Wir tun die Forelle nicht salzen vorher, wir füllen die nur mit Kräutern, weil in dem Speckmantel ist genug Salz drin, das reicht für die gesamte Forelle ohne Probleme. Ne? Also ich würde auch empfehlen, wer es etwas schärfer mag, kann sich ja etwas gestoßenen Pfeffer mit in die Füllung hineintun. Okay. Die Blätter zupfen wir einfach ab. Ja, beim Thymian kann man das so fast schon ganz lassen. Dann haben wir den Salbei. Die Stängel würde ich nicht mit reinmachen, wirklich nur die Blätter. Und einfach nur ganz grob zweimal durchhacken. Und dann kann man schon die gesamte Kräuter in die Forelle hinein, ein bisschen verteilen. Ja. Es gibt auch Köche, die, da kann man einen Schnitt machen, innen drin, um das besser festzuhalten. Auf alle Fälle würde ich immer zwei Lorbeerblätter mit reinstecken. Das bringt tatsächlich nochmal einen anderen Geschmack drin, auch einen bekannteren. Ja, für die Säure nochmal tun wir einfach. Können wir mal sehen, was wir reinkriegen. Zumindest, ich würde mal zwei halbe Zitronenscheiben einfach mit hineinlegen, dass die Forelle wirklich wunderschön gefüllt ist. Beachten Sie bitte bei den Zitronen unbedingt unbehandelte Zitronen kaufen. Und wenn es nur eine ist, gerade für solche Essen wäre es schon ganz, ganz wichtig. Ja. Jetzt kommen wir zu dem schönsten Teil, nämlich wie kriege ich den Speckmantel um die Forelle. Es gibt verschiedene Methoden, machen Sie es nicht so schwer. Sie nehmen einfach diesen Speck und legen ihn so lang aus, wie die Forelle ist. Versuchen Sie es ein bisschen schräg anzuschrägen, nicht gerade immer durch. Immer, dass ein Blatt sich auf das andere wickeln kann, wenn wir die Forelle umwickeln. Zeige ich Ihnen gleich mal. Das ist also gar nicht so sehr schwierig. Ja, man kann ein bisschen großzügiger sein, sind wir heute mal großzügig. Ich würde auch empfehlen, den Speck etwas dünn zu schneiden, dann lässt er sich besser umwickeln und hält auch besser an der Forelle fest. Wenn er etwas dicker ist, werden Sie Schwierigkeiten bekommen. Ja, auch beim Braten ist tatsächlich was anderes. Sie können sich gerne fertig geschnittenen Rauchspeck kaufen. Es gibt manchmal Frühstücksspeck, der ist auch nicht schlecht, kann man auch verwenden. Also das ist Ihnen überlassen, welche Geschmack. Es gibt auch verschiedene Geschmacksrichtungen, was Sie verwenden. Jetzt nehmen wir die Forelle, legen Sie einfach ein bisschen in die Mitte rein, lappen die oberen Teile hier rum und tun die unteren Teile erstmal nur drüber legen. So, kann man ruhig, man kann so kreuzweise machen, wie sie wollen. Jetzt nimmt man einfach und steckt das einfach mal drunter hier. Ja, und Sie sehen schon, hier unten wird es ein bisschen länger, macht nichts, wir wickeln mal einfach so rum. Wenn Sie jetzt hier noch ein paar freie Stellen haben, können Sie gerne noch ein Speckstück nehmen und von der anderen Seite sozusagen dasselbe nochmal hier rumwickeln. Also es kann ruhig, je dünner der ist, desto mehr Speck können Sie drum machen und wie Sie werden sehen, es gibt ein wunderbares Aroma, einwandfrei, ganz lecker. Einfach zu machen, eine Forelle mal ein bisschen anders. So, jetzt ist es richtig schön. Ja, kann man sich noch mal angucken.
So sieht die Forelle aus. Sie sehen auch, es hält. Der Speck sollte zwar gekühlt sein, aber nicht so kalt, weil dann wird er auch steif. Versuchen Sie ruhig ein bisschen auf Zimmertemperatur zu bringen, dann lässt er sich gut verarbeiten. Ist kein Problem. Wir nehmen trotzdem, um Ihnen das mal zu zeigen, einen Fischgriller. Hier haben Sie die Möglichkeit, drei Fische reinzulegen. Es ist wirklich praktisch. Sie können damit Wänden drehen. Das geht einwandfrei und funktioniert super, super gut. Kann ich nur empfehlen. Haben wir schon seit vielen Jahren bei uns und klappt. Wir tun einfach, Moment, jetzt haben wir ein bisschen verbaut hier. Das Wichtigste ist, bei jedem jeglichen Fisch und auch Fleisch immer etwas Öl. Bei uns ist das so, also wie ich das zum Beispiel mache, ich nehme einfach ein Küchentuch, habe etwas Öl in der Tasse, tue mal ein bisschen einweichen und tue einfach die ganzen, ich nehme heute mal nur die Mitte, einfach mal ein bisschen drüber wischen, das langt schon vollkommen zu. In dem Speck ist ja auch noch viel Fett drin, sodass da auch noch was ausläuft und damit die Forelle dann nicht anhängt. So, das reicht schon. Jetzt nehmen wir die Forelle und stecken sie einfach in dieses Gerät. Dann wird das hier festgemacht. Und schon können Sie drehen, wenden, ohne Probleme, und dann legen wir sie einfach auf den Grill. Wir haben einen Kugelgrill, Sie sehen auch richtig große Holzkohlestücken, sieht schon gut aus. Und jetzt müssen wir nur einfach ein bisschen Geduld haben. Der Speck schützt die Forelle, das heißt, sie verbrennt nicht so. Natürlich muss man aufpassen, da gibt es keine Frage, notfalls auch mal nachhelfen. Aber Sie werden sehen, Sie können alles mitessen, Sie können den Speck mitessen, das wird also wirklich einwandfrei. Ja. So, jetzt haben wir die erste Runde geschafft und können ganz bequem aus dem Handgelenk heraus eine Forelle komplett drehen. Und Sie sehen schon, der Speck zerfließt langsam, es fängt an zu knuspern und innen die Forelle gart einfach schon mit. Geschmacksstoffe ziehen in die Forelle rein, das ist einfach klasse. Und jetzt tun wir nochmal rumdrehen. So, jetzt kommen wir so langsam in die Phase, wo scharf geschossen wird. Also wir drehen es jetzt noch einmal rum. Sie sehen, jetzt haben wir eine wunderschöne Grillfarbe. Und dann sind wir schon fast fertig, weil eine Forelle braucht auch nicht zu lange auf dem Grill. Trotz Speckmantel. Wir können sie jetzt langsam runternehmen vom Grill. Und dazu nehmen wir sie einfach mal runter. Sie sehen, auch wenn es immer noch ein bisschen ganz leicht ab, dann dreht man sie noch mal rum. Ja, Sie sehen, wunderbar, einwandfrei, geht ganz leicht weg. Dann können wir die Forelle nehmen. So. So. Wir haben in einem anderen Rezept haben wir einen Grillsalat vorgestellt. Ich empfehle den tatsächlich dazu. Einfach Forelle, ein bisschen leckeren Salat dazu. Trotz, dass schon Zitrone drin ist, kann man gerne noch mal zwei Zitronenschnitzer dran machen. Und ich denke mir mal, das ist ein sehr schönes Gericht für Ihren Grillenabend, für Ihre Veranstaltung, für Ihre Fete, für sich privat zu Hause. Und ich sage Ihnen Bon Appetit, oder wie wir Sachsen sagen, lassen Sie es gut schmecken. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.